Ist mir scheißegal, dass Hogwarts nicht echt ist. Hallo, hallo, hallo. Mein Name ist Malte. Willkommen zum Rip-Off, dem Format, bei dem ich mich endlich mal aufreden kann. Es sind wieder Dinge passiert, wo ich mir einfach nur gedacht habe, warum passiert das in meinem Leben? Wie zum Beispiel duschen. Ja, aber nicht einfach so, sondern es ist entweder heiß oder es ist viel zu kalt. Aber normale Temperatur kennt meine Dusche nicht. Oder dass einfach meine scheiß Wohnung die ganze Zeit voll Staub ist. Ich könnte so oft saugen, wie ich will. Überall kommt der Staub. Ich habe das Gefühl, meine Wände bestehen aus Staub. Super. Ja, ihr kennt das doch, wenn man so Tage hat, wo man sich denkt, das ist mir alles scheißegal. Es ist scheißegal, dass Malte gesagt hat, dass ich boostet bin. Es ist mir scheißegal, was andere darüber denken, dass ich Timo Main bin. Es ist mir scheißegal, dass Hogwarts nicht echt ist. Nein, es ist nicht. In Wahrheit ist es uns nämlich nicht egal. Malte, wieso machst du bei nicht egal mit? Bist du gegen die Meinungsfreiheit und findest es etwa nicht so töfte, kritisiert zu werden? Ja, ich war Teil der Hashtag nicht egal Kampagne. Und nein, diese Kampagne ist nicht gegen Meinungsfreiheit und schon gar nicht gegen Kritik. Und weil sich ein paar YouTuber Gedanken darüber gemacht haben, nein, ich habe kein Geld dafür bekommen. Ich wollte einfach nur für einen respektvollen und toleranten Umgang im Netz werben. Eigentlich eine coole Aktion, oder? Und im Zuge dessen hat YouTube mit unterschiedlichen YouTube-Künstlern ein Video zusammengeschustert. Ja, und da bin ich ganze fucking 3 Sekunden lang. Ey, ich hab's echt geschafft, Jungs. Und Mädchen. Aber das sind aber noch 3 Sekunden mehr als die Space Rocks. Die sind nämlich auch Teil der Kampagne, aber waren nicht im Video. Wir haben dafür ein richtig cooles Video darüber gemacht, was Hashtag nicht egal eigentlich ist oder vielmehr sein sollte. Das habe ich euch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Das offizielle Video von YouTube ist nämlich leider ziemlich sch. Es geht natürlich nicht um einzelne Hater-Kommentare bei den Videos von den Lochis oder Dagi B. Oder um irgendwelche Internet-Trolls, die Bullshit in die Kommentare schreiben. Es geht darum, dass es im Internet ziemlich einfach ist, jemanden systematisch runterzumachen und niemand was dagegen sagt. Es ist jetzt nicht so geil, wenn Leute wegen ihres Aussehens, ihrer Religion, ihres Geschlechtes oder dem Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren können, ausgegrenzt werden. Das ist ein bisschen scheiße. Und wenn ihr Sachen mitkriegt, wo dieser schmale Grat zwischen Trolling zu realem Hass wird, dann sagt was dagegen, weil es eben egal ist, wo wir herkommen, was für eine Sprache wir sprechen, welche Hautfarbe wir haben, an was wir glauben wollen oder welches Geschlecht wir haben. Ja, es gibt Unterschiede zwischen Frau und Mann. Ich habe noch keinen Mann gesehen, der Kinder gebärt hat. Aber das sind nicht Unterschiede, wo man jemanden diskriminiert. Und die können alles auf der Welt kritisieren. Mit den richtigen Argumenten. Sowas wie, du bist schwul. Oder, nee, du bist eine Frau. Sind einfach keine Argumente. Nur weil du hässlich bist, du Hurensohn, scheiß Deutscher. Hashtag wertlos, Hashtag Fame abgreifen. Es ist zum Beispiel scheißegal, ob Hillary Clinton eine Frau ist. Oder Donald Trump ein, was auch immer ein Donald Trump eben ist. Aber es ist nicht egal, was beide sagen. Und vor allen Dingen, was sie damit meinen. Und was sie am Ende damit machen. Egal? Ah, nicht egal. Egal? Fucking nicht egal. Mir persönlich ist es sehr, sehr wichtig, dass man alles, vor allen Dingen sich selbst, nicht zu ernst nimmt. Ja, schwarzer Humor ist das Beste auf der Welt. Und man kann über alles und jeden Witze machen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass es manche Idioten gibt, die sowas ernst meinen. Und wenn jemand ernsthaft in meine Kommentare schreibt, dass man Minderheiten umbringen sollte, dann ist das nicht egal. Und dann sollte man was dagegen sagen. Mit meiner Teilnahme bei Nicht Egal wollte ich nicht mal den Finger erheben, sondern dafür sorgen, dass wir alle gemeinsam auf dieser Plattform eine angenehmere Zeit haben. Es ist nämlich gut und richtig, wenn uns manche Sachen einfach nicht scheißegal sind. Und wenn jemand kompletten Bullshit erzählt, dann kann und sollte man was dagegen sagen. Unter dem Hashtag MaltEgal könnt ihr einfach mal Screenshots von Kommentaren posten, bei denen ihr euch gedacht habt, what the fuck? Ich möchte nicht mehr auf diesem Planeten leben. Die besten oder lustigsten oder dümmsten Screenshots werde ich in der nächsten Folge mit einbauen. Jetzt mal eine Sache, die uns wirklich allen egal sein sollte. Es ist scheißegal, auf welcher Plattform ihr zockt. Ob auf PC, PlayStation, Xbox, Wii, Smartphone, Mac. Wenn ihr was findet, was drauf läuft. Weil wir alle Gamer sind. Wir wollen alle das Gleiche. Half-Life 3. Gute Spiele. Und man kriegt überall Diskussionen mit. Im Internet, auf dem Schulhof, welche Konsole oder was für ein Ding jetzt das Beste ist. Da geht es nie um die Spiele, sondern immer um alles andere. Warum? Ich wollte mit diesem Video nochmal klarstellen, warum ich bei Nicht Egal mitgemacht habe. Und unterstreichen, dass es nicht darum geht, Meinungen zu unterdrücken oder so, sondern eigentlich genau das Gegenteil, Meinungen zu fördern und dafür zu sagen, dass auch gesagt wird, wenn etwas nicht richtig ist. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich 99% von euch nicht betrifft, aber es gibt diesen 1%, der alles bitter ernst meint, was sie sagen. Und die schreiben zum Teil echt ziemlichen Bullshit. Davor sollten wir uns nicht verstecken, sondern wir sollten versuchen, mit guten Argumenten eine Diskussion zu führen. Was regt euch momentan auf? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal beim Rip-Woch oder am Sonntag mit einem Spezialvideo. Spezial! Spezial! Und was war denn da, dass sich andere darüber denken, dass ich Timo Main bin?